Zwar Grappler gegen Striker. Das ist natürlich immer einen spannenden Kampf. Na, mit diesem Leg-Kick fügt er seinem Gegner aber nicht viel Schaden zu, oder? Nein, das natürlich nicht, aber je öfter er hier trifft, desto schmerzhafter wird das für das Gegner. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Und das war ja fast nicht anders zu erwarten. Früher im Kampf geht er hier in den Clinch. Ja, aber betrachte das mal aus taktischer Sicht. Je früher du hier in den Clinch gehst, desto länger dauert der Kampf, desto müder wird auch dein Gegner. So, er hat seinen Er wollte den frühen Takedown und er holt sich den frühen Takedown. Und sein Gegner hat ihm das ziemlich leicht gemacht. Absolut, da musst du besser aufpassen, besser verteidigen. Mal sehen, was er jetzt daraus macht. Erst in der Sektor. Er ist in der Side Control. Kann er die Half Guard nutzen? McGregor muss hier durch eine harte Ground and Pound Kombination. Da war der Jeff wieder. Und das ist der Niederschlag. Er ist wieder auf den Beinen. Scheint aber Schmerzen zu haben. Und jetzt ist der Fight vorbei. Diesen Kampf hat er wirklich großartig beendet. Er hat seinen Gegner gnadenlos ausgenutzt. Das ist der Sieger dieses heutigen Titelfights im Schwergewicht. Ein schöner, ein beeindruckender K.O.-Sieg, den er hier geholt hat. Ladies and gentlemen, Referee Dan Bergliotta has called a stop to this contest at 1 minute 56 seconds of the very first round. Playing the winner by knockout and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Mr. Untouchable. Sein Gegner hatte den großen Traum vom Gürtel. Ja. Jetzt muss er unverrichteter Dinge wieder heimgehen. Ja, nichts war's mit der Wachauflösung. Herzlichen Glückwunsch an den alten und neuen UFC-Champion im Schwergewicht.